Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zur 19. Folge von Minecraft schnell und einfach. Heute geht es darum, wie man in Minecraft Hunde findet, wie man sie zähmen kann und auch wie man sie vermehren kann. Und damit wünsche ich euch viel Spaß. Um Wölfe in Minecraft zu zähmen, muss man sie natürlich erst einmal finden. Und das ist gar nicht so schwierig, wenn man weiß, wie man es machen muss. Und zwar gibt es nämlich einige Biome nur, in denen Wölfe auch tatsächlich spawnen. Das bedeutet, ihr könnt Wölfe nur in folgenden Biomen finden. Und zwar gibt es da einmal den ganz normalen Wald, sage ich mal, also den mit Eiche und mit Birke, da könnt ihr sie finden. Und dann könnt ihr sie auch in jeder Art der Tiger finden, also in der Mega-Tiger, in der verschneiten Tiger oder der Tiger-Tiger. Und das war's dann auch schon, nur hier können eben ganz normal im normalen Spiel Wölfe spawnen. Und das bedeutet, ihr könnt jetzt einfach jedes andere Biom, das ihr findet, erstmal komplett ignorieren und halt immer nur genau auf diese Biome eben Jagd machen, sage ich. Also ihr sucht euch jetzt einfach nur den normalen Wald- oder Tiger-Biome und guckt euch die anderen halt gar nicht an, weil ihr genau wisst, dort werden eh keine Wölfe spawnen. Und ja, dann sollte das schon relativ einfach sein, Wölfe zu finden. Und Wölfe spawnen auch immer in Vierergruppen. Das bedeutet, wenn ihr einen Wolf findet, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass noch drei weitere irgendwie in der Nähe sind. Außer natürlich, die sind schon irgendwie gestorben an irgendwas. Aber meistens sollten dann halt schon noch andere Wölfe in der Nähe sein. Und Wölfe können auch übrigens nicht despawnen. Das bedeutet, wenn ihr zum Beispiel ganz am Anfang am Spawn Wölfe findet, aber dort dann weglauft und irgendwo anders ein Haus baut, dann könnt ihr auch wieder zum Spawn hinlaufen und die Wölfe werden immer noch da sein. Das ist ja bei vielen anderen Tieren nicht der Fall, aber bei Wölfen eben schon. Wenn ihr jetzt einen Wolf gefunden habt, solltet ihr ihn auf gar keinen Fall angreifen, denn dann wird der Wolf und alle anderen Wölfe in einem Umkreis von über 30 Blöcken böse und versuchen so lange, euch zu töten oder den Spieler zu töten, bis entweder der Wolf stirbt oder alle Wölfe, die halt böse auf euch sind, sterben oder bis der Spieler stirbt. Und das ist ja beides ein bisschen blöd, denn eigentlich wollen wir selber ja nicht sterben und wir wollen ja auch die Wölfe eigentlich zähmen und nicht töten. Und dementsprechend, wie gesagt, haut einfach die Wölfe bitte nicht. Und das Problem ist nämlich auch, dass die Wölfe eben auch böse bleiben und sich dann, wie gesagt, auch nicht zähmen lassen und das wollen wir ja eigentlich. Und dementsprechend wäre das halt ein bisschen blöd. Um die Wölfe zu zähmen, braucht ihr Knochen und wenn ihr jetzt einige Knochen im Inventar habt und einen Wolf gefunden habt, dann müsst ihr einfach nur Rechtsklick auf den Hund machen und dann füttert ihr ihm quasi diesen Knochen und versucht ihn so zu bestechen, dass er euch halt mag. Und die Wahrscheinlichkeit, ihn damit zu zähmen, der liegt pro Knochen eben bei 33%. Also theoretisch jeder dritte Knochen müsste statistisch gesehen funktionieren. Allerdings gibt es natürlich auch Wölfe, die direkt beim ersten Knochen Herzchenpartikel dann zeigen und dementsprechend gezähmt sind. Aber es gibt natürlich auch Hunde, die brauchen super viele Knochen und das, aber so der Schnitt sollte jeder dritte ungefähr sein. Einen gezähmten Wolf bzw. einen Hund erkennt man denn an dem Halsband, das haben sie vorher nicht, aber jetzt in diesem Fall, wenn sie gezähmt sind, haben sie eben eins und dann laufen sie auch dem Spieler hinterher, außer sie machen halt Sitz. Ihr könnt einfach mit Rechtsklick machen, auf den Hund zeigen, dann machen sie Sitz und dann bewegen sie sich nicht mehr hinter euch her und teleportieren sich auch nicht. Und außerdem kann man das Halsband der Hunde auch färben, dafür braucht ihr dann einfach nur einen Farbstoff und geht dann zum Hund und macht Rechtsklick und so könnt ihr dann halt eure Hunde auch auseinanderhalten, wenn ihr möchtet. Und um die Hunde zu vermehren, müsst ihr sie mit irgendeiner Art von Fleisch füttern, wobei Fisch dabei nicht funktioniert. Ihr könnt auch zum Beispiel verrottetes Fleisch oder Gammelfleisch benutzen. An der Stelle übrigens auch, wenn der Hund Schaden genommen habt, das seht ihr an dem Schwanz vom Hund, wenn er nämlich nach unten zeigt, dann hat er nicht volle Leben. Wenn er ganz nach oben zeigt, dann hat er volle Leben. Und wenn jetzt ein Hund zum Beispiel nicht volle Leben habt und ihr wollt ihn dann vermehren, dann müsst ihr ihn zuerst quasi heilen. Und das bedeutet, die ersten paar Fleischstücke, die würden dann nur seine Leben heilen und ihn quasi nicht paarungsbereit machen, sondern erst, wenn er halt wirklich volle Leben hat, dann würde das nächste Stück Fleisch ihn dann zur Paarung bringen. Und wie gesagt, das ist ganz normal, ihr braucht dann halt zwei Hunde, die in der letzten Zeit nicht gepaart sich haben und dann könnt ihr die einfach damit füttern. Dann kommen Herzpartikel und dann kommt auch ein Welpe. Und der Welpe ist auch direkt gezähmt, das bedeutet, den müsst ihr nicht noch mit Knochen bestechen, sondern der ist direkt für den Spieler, der halt die Hunde besitzt, quasi, die das Kind bekommen haben, zu dem Spieler gehört dann auch der Welpe. Das war eigentlich alles rund um das Thema Hunde zähmen und vermehren. Wenn ihr bis hierhin geschaut habt, könnt ihr gerne Hashtag Hund in die Kommentare schreiben. Und ansonsten, wenn ihr noch Fragen habt, gerne in den Kommentaren stellen. Ich bin da relativ aktiv und ihr könnt mich auch natürlich gerne abonnieren. Das geht auch schnell und einfach und hilft mir sehr. Und deswegen würde ich sagen, ich hoffe, ich konnte euch helfen. Bis zum nächsten Video, haut rein und ciao.